Hallo Freunde, willkommen zurück bei Landwirtschaftssimulator 2017. Ich wurde gefragt, wie es denn machbar ist oder ob es machbar ist, einen vollen Anhänger mit Häckselgut am Eingang eines BGA-Silos abzuladen und dann den Traktor bzw. das Gespann dann wieder abfahren zu lassen, ohne dass der ganze Inhalt sich im Silo bzw. in der Anlage selbst dann verteilt. Und das Ganze sieht wie folgt aus. Wir brauchen dazu erstmal einen kleinen Kurs. Ich habe mir jetzt erstmal den Weg gespart vom Feld hierher. Wir fahren jetzt erstmal ganz geschmeidig hier in die Anlage ein. Nehmen uns einfach mal hier das letzte Silo. Welches Silo wir letzten Endes nehmen, ist wurscht. Setzen hier einen Haltepunkt, sagen dem Ganzen, es soll rückwärts fahren. Und jetzt müssen wir das Ganze so machen. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Wir fahren so weit, dass quasi die Mitte des Traktors am Eingang hier von dem BGA-Silo ist. Setzen hier einen Haltepunkt, sagen dem Ganzen wieder, kannst wieder rausfahren. Das machen wir jetzt schnell. So. Machen wir einfach mal ein bisschen unschön, aber ja, das sollte den Zweck erfüllen hier. Und halten wieder vorm Startpunkt an. So, jetzt stellen wir das Ganze noch so ein, dass er halt natürlich nicht hier mit voller Geschwindigkeit hier drin durchdonnert, sondern einfach wie beim Einfahren. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ach so, sofort abfahren bitte. Ihr könnt natürlich hier auch mit voller Geschwindigkeit durchfahren, aber so sieht es natürlich dann ein bisschen schöner aus. So, und jetzt hält er gleich dann mit dem letzten Drittel vom Hänger quasi dann hier an, kippt den Inhalt ab. Steigen wir mal aus. So, und dann fährt er wieder los. Tschüss. Und was man jetzt machen kann, ist dann halt mit einem zweiten Traktor oder mit einem Radlader dann halt den Inhalt hier im Silo nach hinten schieben, zu verteilen, auszubreiten, wie auch immer, damit man dann hier keine Huckelbildung hat und dann halt hier nachher so eine Buckelpiste hat, die dann hier durchs Silo führt. Deswegen machen wir das Ganze dann halt auf diesem Wege. So, jetzt springen wir mal kurz hier durch. Wo ist er denn? Zack, und dann steht er auch wieder hier vorne am Anfang. Was man natürlich jetzt machen muss ist, und man hat ja nicht immer gleich einen Start, klar, hier einen vollen Hänger stehen, dass man natürlich hier den kombinierten Modus nimmt, dass man sich dann halt seinen Drescher auf dem jeweiligen Feld sucht, den Anhänger befüllen lässt und dann halt natürlich den Kurs entsprechend so einfährt, dass man dann nachher hier an der BGA rauskommen. Das war's von meiner Seite für dieses kleine Video. Macht es gut, Freunde. Bis zur nächsten Sendung. Und ich melde mich ab. Ciao, ciao.